Oh, da sind wir wieder. Und jetzt können wir mal in die Richtung weiter gucken. Oder haben wir hier jetzt gerade noch was Wichtiges? Den kann sie wieder tragen. Da trägt sie jetzt eine ganze Menge von dem Zeug. Ein Haufen Wurfzeug und so. Er trägt Nahrung. Was ist das? Ah, das brauchen wir nicht mehr. Das war das Ogre Crossing. Rätsel. Nahrung, Edelsteine, die wir eigentlich auch nicht mehr brauchen. Wir haben sowieso viel zu viel Zeug. Den Dismantler zum Beispiel. Aber gut, den brauchen wir. Na, okay, brauchen wir eigentlich nicht. Den haben wir nur so dabei. Weil er toll aussieht. Dann geht es jetzt wohl hier weiter. Ah, und hier geht die Öffnung zum blauen Kristall auf. Genau. Sehr schön, dann können wir den gleich mal anklicken. Und uns hier noch ein bisschen umsehen. Noch so ein Blutstropfen und wir haben wirklich viel zu viele Kräuter. Dass sie damit noch nicht überladen ist. Und irgendwie sieht das hier ein bisschen komisch aus. Ah, Tatsache, da ist ein Knopf. Okay. Da ist so ein Empfänger und ich glaube, der Blitz ist in diesem Fall der Sender. Ja, Tatsache. Und der hat jetzt hier noch einen Blutstropfen. Ein Feuerpfeil, den wir nicht unbedingt brauchen, und eine gekochte Made. Yam yam. Hat jemand Hunger gerade? Er hat etwas Hunger. Die Made bringt nicht mal so viel. Super. Oh, und hier ist noch so eine Träne. So ein Blutstropfen. Ist hier etwas? Sieht nämlich auch ein bisschen komisch aus, der Raum. Keine Knöpfe, keine Knöpfe. Nö. Nö. Nee. Nein, dann ist ja gut. Oh, kurz hier ausweichen. Hier nach Knöpfen gucken. Oder noch besser, wir legen hier irgendwas drauf. Gut. Hier ist ein geschlossener Raum, für den man zwei Schnörkelschlüssel braucht. Da ist nichts soweit. Dann geht es wohl hier nur weiter. Okay. Ah ja, tolle Druckplatte. Also immer wenn wir, wenn etwas runter geht von der Druckplatte, dann passiert etwas. Okay, der Schrein und die Caverns. Ich nehme erstmal den Schrein. Weil ich weiß, die Caverns waren nicht so wirklich tolles Gebiet. Okay, ist der Schrein eigentlich auch nicht? Hm? Ach, da geht was auf und zu. War ziemlich geräuschlos. Wieder mal ein Secret. Noch eine Blutstropfenblume. Eine Türe, die was weiß ich wohin führt. Und noch ein Knopf. Der macht hier was auf. Noch ein Secret mit einer Wurfaxt. Okay, gucken wir mal, was steht auf dieser Schriftrolle. Der Schlüssel, der diesem Schrein anvertraut war, wurde einem
wurde von einem unglücklichen Schicksal befangen. Befallen. Einer aufs... Das Haustier von einem unserer Ordensbrüder ist sein ungeplanter Wächter geworden. Er wird tief in den unteren Kammer der Kreatur gehalten. Ist das da die untere Kammer? Drei kräftige Hiebe gegen den Schwanz werden das Schloss befreien. Dann kann vielleicht das Biest nett betört werden mit der richtigen Bestechung oder so ähnlich. Okay. Drei Schläge gegen den Schwanz. Sind damit die Dinger hier gemeint? 1, 2, 3. Nein, da tut sich nichts. Oder vielleicht gegen den Schwanz? Nö. Tut sich auch nichts. Fackel rausnehmen vielleicht? Auch nicht. Ja. Das ist ungeplant. Zumal hier zwei von den Jungs auftauchen. Hallo, du da. Und ja, das Geräusch gerade eben, das kennt ja sicherlich die meisten. Das war aus Legend of Zelda. Eine sehr tolle Anspielung. Eine verschiedene Statue. Und dann kommt dann, dann passiert auf einmal sowas. So, da kannst du ruhig bleiben. Oh, oder auch nicht. Da bist du schlecht platziert. Ja, komm, komm her. Genau, bleib da festgefroren. Dann können wir schön auf dich einschlagen. Nein, Giftkreuzen ist aber nicht so gut. Und jetzt ist er tot. Kommt da auch eine raus? Ja, da kommt auch eine raus. Deswegen sollten wir gucken, dass wir erst bei die hier loswerden. Und ja, das ist ein ziemliches Hin- und Her-Getanze. Da hat's. Talisa erwischt. Edgebash, du kriegst mich nicht. Das verprügelt er sich. So. Da kommt wahrscheinlich auch eins raus. So, das da kann nicht mehr rauskommen. Das ist eingefroren. Auch das können wir jetzt schön einhauen. Und Talisa kriegt zum Glück mit jedem Schlag, den sie macht, ein bisschen Leben zurück. So, du kriegst einen Feuerschlag, weil dafür hat sie noch genug Mana. Aus dem... Ah ja. Das ist die Out of Energy. Greifen wir die gerade von der Seite an. Schlafen kurz hier eine Sekunde, dass ihr ein bisschen Lebenspunkt und sie ein bisschen Energie regeneriert. Dass ihr nämlich mit Fireburst wenigstens auch ein bisschen Schaden machen kann. Genau.
Und diese 3-Punkte-Technik ist so mächtig. Macht so viel Schaden und kostet so wenig Energie. So, jetzt gucken wir mal. Da ist ein Schacht. Und in der Schriftrolle stand etwas von wegen, wir sollen... Wir brauchen... Das Biest muss freundlich herausgelockt werden. Mit der richtigen Beute. Also mit was können wir so ein Tentakelviech denn rauslocken? Knöpfe sind hier schon mal keine. Ich denke mal mit was zu essen. Tatsache, boah. Das ist ein Secret? Stirb. So. Und da ist der Schlüssel schon mal, den wir brauchen. Jetzt geht's erstmal wieder zurück zum blauen Kristall. Wir sind nämlich ziemlich angeschlagen. Ja, da ist eine Spinne dahinter, die macht diese Geräusche. Und aua, das war nicht so gut gelaufen. Jetzt müssen wir definitiv erstmal zurück zum blauen Kristall. Na, ich habe mich wohl nur verhört. War jetzt gerade der Meinung, nämlich, dass hier irgendwo was Böses aufgetaucht ist, aber ist es nicht. Es ist nur das eine Viech da aufgetaucht. So, stirb. Und jetzt müssen wir hier die Schlüssel reinkriegen, wollte ich gerade sagen. Warum geht jetzt hier was auf? Was steht da? Füttere den matten Schlüssel, also unbright, bright heißt ja glänzend. Füttere den unglänzenden Schlüssel füttere den unglänzenden Schlüssel an die Bestie im Schrein, deren Atem alles Metall zu seiner flüssigen Form zurückverwandelt. Also im Schrein waren wir ja und da sind diese 4 Drachen. Wir müssen jetzt einem dieser Drachen den Schlüssel ins Maul stecken. Also bei dir klappt das schon mal nicht. Aber wenn wir das machen, kommt so ein Klickgeräusch. Dir auch nicht? Hier kommt keins. Hier kommt so ein Klickgeräusch und... Ah ja. Hier haben wir erst einmal eine Plattenrüstung. Und etwas, was wichtig ist fürs Hauptspiel, wird als Secret markiert. Das ist ja auch seltsam. Na gut. Das ist aber der richtige Key. Der andere war ja, glaube ich, matt, gell? Den können wir jetzt nicht mehr rausnehmen. Also gut, wieder zurück. Hier bin ich falsch abgebogen. Ich muss hier rum. Jetzt können wir hier diesen Schlüssel hier reinstecken. Jetzt brauchen wir noch den anderen. Ja, und dazu müssen wir wieder zurück. Uah. Und uns erstmal vom Feuer treffen lassen. Und ich höre einen Oger. Also erst einmal, sie hat Hunger. Dann soll sie jetzt mal was essen. Dann werfen wir einen ersten Blick hier rein. Die eigentlich ziemlich großen Kavernen. In denen jede Menge Viehzeug rumläuft.
ist hier hinter, hier sind Saurier dahinter. Ich sollte erstmal die Kavernen so säubern und nicht neugierig in die verschiedenen Türen gucken. Genau, von euch hier. Spinne. Komm, Spinne. Oger. Ich glaube, dann ziehen wir uns jetzt erst einmal wieder zurück aus den Kavernen. Gehen zu blauen Kristall, aber vorher speichere ich am besten mal wieder. Das ist nämlich auch mal wieder an der Zeit. Hier raus. Kavernen schließen und dann speichere ich mal. Bis gleich.